Also man kann Briefkasten, ja, könnte es auch Kühe leisten. Die muss gegen dich spielen nächste Runde vielleicht. Jo, 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 was geht ab? Kevin, wo bist du? Kevin, wo bist du? Was ist los? Digi. Optiktonik gegen Miomate. Miomate. Optiktonik wird wohl kein Mate-Sponsorship kriegen. Oh Gott. Das ganze Layout ist ja furchtbar. Wie ändert man das? Oh no. Optiktolik hier komplett am Abdrehen. Oh mein Gott, das ist das Game. Das ist das Game. Optiktolik 1-0 für Optiktolik. Verdammte Scheiße nochmal. Der Geistige. Der katholische Geistige schlägt zu. Wir sind in Winners Round 1. Okay.
Nein, das ist. Was? Das ist unglaublich knapp. Also, eigentlich habe ich ihn gewinnen lassen, weil ich ein bisschen fies sein gegen den neuen muss. Gegen den neuen? Nein, das ist schon sehr schön, dass ich das. Knapp, das ist spannend. Was ist bei euch ausgegangen? Jojo? Er hat auch noch seine Höhe. Ja, du hattest recht, Käse für mich. Ja, und du gegen Zwei-Ball, oder? Oh, das haben wir. Oder, also sollte zumindest, wenn ich das Bracket. Ja, das ist ja schon. Ja. Oh! Und ich gegen Optik Tone, hier mit dem Upset. Gegen so. Also. Oh shoot! Ja, das waren viel Werte. Wer ist denn dieser Optik-Tonik eigentlich? Aber die wenigsten wissen, wer ist. Ach, der ist für Samstag hier. Ja, da habe ich ja jetzt schon verloren. Okay. Oh, okay. Chronicher! Hä? Let's go! Ich hab's nicht. Wer ist wer? Optik-Tonik. Woher kommt ihr denn? Aus Kronach. Hm? Aus Kronach. Was ist ein Kronach? So ein Heimatstadt. Corona. Frankfurt, Bayern. Der spottet schon wieder. Oh, diese braune Becke. Oh, die Mixer. Oh, Jack. Bei Lob ist halt nicht so. Aber egal. Optik fucking tun. Den Upset. Gut. Geht's dir? Ich bin voll geschwitzt. Ja. Ist gut. Ich muss gegen Optik tun. Oh, ich weiß nicht, ob du das richtig gelesen hast, aber ja. Ja? Wie ging denn dein Match aus? Achso.
Banane, Samus, Variante. Ich bin hergekommen, hab so 50 Menschen die Bananen gegeneinander und dann wurde einer gesagt, Säure gegen Bananen. Ja. Der ist Optik Tolik. Der ist ein Kumpel von Köln. Ich hatte dann gegen Tassilo. Wer gegen was? Optik. Oh, Tassilo. Erstmal davon. Da Hallo Berlin. So scheiße. Ich habe mal Bock, Target als Deutscher machen. Sehr gut. Ich
einfach den die ganze Zeit, halbe Stunde lang. Gegen die Gewinner von den beiden. Thank you.
Rest Punish in 3, 2, 1. Schade. Ja, aber die Sache ist. Ich habe halt Freestock Lead gehabt und hat er besser gespielt als Rennen, dann war es halt 1-1, hat er einen ziemlich guten Edge Guard am Ende, den er nicht ganz perfekt exekutiert, aber ich halt einen perfekten gekriegt. Ja, ich hatte keinen Treff-Sieg. Ich glaube über 100% und konnte dann nicht mehr mein Comeback machen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass du dich veränderst, umdrehst, Charge hattest. Ja, aber es wäre halt der Kill gewesen. 100%. Ja. Deswegen ich war jetzt bereit. Deswegen eigentlich hätte ich das gemacht, hätte ich gewonnen. Ich hätte maximal vielleicht mit selber leben. Ich hatte ja 30%, aber ich hätte manchmal vielleicht zwei Dinge, dass es zurückkommt. Ja, ja, aber ich brauche Target mit 69%. Also du gegen Julian. Ich muss gehen. Der 69% killen. Ja, du musst gegen Cassie. So oder so. Jetzt schon? Ja.
Abend. Oh, fuck. Du musst gegen Optik Toktik. Als ob der S mich gerade getroffen hat, hast du das gesehen? Er ist zurückgekommen, ich mach immer S mit. Likey hat geklappt. Ich hätte sowas von sterben können, wenn der letzte Reich schon mal gegangen hätte. Alter, das war Loser Round 2. Junge, ich ficke mein Leben. Heute sind nur so Kröste da, was ist das so? Ja, ich muss etwas bearbeiten. Abbau 2. Dicker, Ficker, welcher Seed ist denn? Gutes Seed. Optik Toktik hat gegen Tassi gewonnen. Das soll man jetzt mal aufschauen. Ja, aber. Tassi ist gerade. Wann gegen sein Maß? Ja, sorry, ich weiß. Hallo Berlin. Optischer Top. Ach, mit dem miteinander Clutch Last Hit. Final Game. Win against Buff Target. Das ist auch immer geil. Langsam ist es. Junge, ist das so schlimm. Ah, Optik Top. Optik Tonic. Alter, du bist ja fast Top 8. Nee, du bist Top 8. Wollte schon sagen, wenn ich so der komische Liste. Yeah, it's pretty weird, huh?
Aki irgendwie ist. Ja, geil. How did it go? T1, Last Dog. Now this is super good. Doesn't feel right, man. That's one of the reasons why I don't switch to Marvel. I think it's really exhausting to play against Loki. Over and over and over again. Get fucking nothing for it, and he gets one edge card. Of course, that's what it's like to play Spaceys versus Mars, right? And then you can shoot the deck from back, whether it gets Loki. I missed my pivots today. God, the internet sucks. Something about a clip? I think it's of something bad happening to me. I think that lots of us stopped. So salty, man. Thank you.
Du hast mir damals gesagt, mit
nächste Kulinarische seitdem. Deswegen tut es halt für mich so als mich das Disadvantage-State haben, wenn ich Foxgrabber so, weil ich krieg halt 100%, wenn er halt. Aber wenn du weißt, dass du nicht reagieren kannst, kannst du es ja melden. Ja, weißt du, ich könnte darum umspielen, ich versuche so aus Prinzip so mal State zu spielen. Ja, zu Seite ist ja easy. Das ist ein großer Cover. Seit wir gegen Kane, ich kann nicht spielen, macht man nur noch Technik Plays. Aber der Play ist auch noch was anderes, das ist noch was schwieriger. Technik Plays nicht zu Cover. Oder weniger Frames auf Kasse reagieren. This is property of Krona. Thank you.
Konsti, hörst du mich? Ja, das ist Divo gegen ein Glas. Ja, der ist auf jeden Fall Tyra. Tyra mit Brille. Passt ja, weil Falco eine Glass Cannon ist. Ja, dann müsste Steve auch ein Glas sein. So. Sternburg in Glas. Nee, Mann, Tyra ist der Rote. Steve mit der guten Defense und nicht getaggt chased. Attack. Und Marius, wie waren die Matches gegen Khan gestern? Ja, ich habe leider dein Klatsch-Match verpasst, Konsti, aber ist cool, dass du da ja, Top 3 bist oder Top 4. Ach so, das heißt, du bist noch in Tokio. Clean Edge Guard. Einmal durch die Haare wischen und weiter geht's. Immer schön Crouch canceln und das hilft nicht. Oh. Wow, geduldiger Edge Guard, Tech Chase. Oh nein!
Ich weiß nicht, wie es steht. Gesagt, dass ich nicht weiß. Okay. Guckst du nicht ins Stream? Okay. Zur Abwechslung für dich. So. Geduldiges Neutral und ein Standing Laser. Oh, schönes Follow-up, schöner. Oh, krasser Laser und weiter geht's. Ja, ich glaube, die Türer holt das Game. Oh, was für ein... Ich glaube, so Run-Off Laser, Run-Off Double Laser ist schon das Steve-O. Aber Steve-O hat den Steve-O verkackt. Jetzt war er geduldig im Schild und konnte punishen. Und down here. Käse, lass uns zocken! Thank you.
Hallo Konati Boy. Geht an 2 Games schon. Achso. Ja.
Ja, keiner Top 8 erreicht, ne Mutter. Martyrer, die sind nicht aus Berlin, das ja. Falls ihr den Rest habt, ihr erschießt den ersten. Oh. Im ersten Stock vielleicht. Wollte eigentlich schon probieren, wenn das eine Road noch stand. Aber ich werde verfeuert und direkt los. Mann, versuche. Kann da klappen, hat nicht klappen. Sam kann das so. Ja, das Problem ist halt für mich, so, wenn du halt so anfängst zu spielen, dann musst du halt auch so spielen wie im letzten Game. Achso, ja, ja, ja. So, weil halt Puff anfängt. Könntest du auch noch zwischen lernen, Down-Smashes zu resten. Ja. Ab dem Zeitpunkt ist es dann halt, da kann ich wirklich nichts anderes mehr legitim machen, als zurück dann in Heals chargen ja. Und dann warten, bis du einen Wurf mit Imperium machst und dann noch fährst. Top-Abwehr oder so. Ja, down, ja. Ich merke es auch mal, wenn ich gegen Victor spiele, also vor Kraft. Ja. Gegen den kann ich auch so schnell Shield droppen, Plattform, Aerial Drops zu spielen, bis ich ihn halt bedrohe. Okay. Dann fängt er halt an, so. Scheiße, das. Unter mir kriegt jemand Geld, über mir kriegt jemand Geld. Aber, also, außer wenn ich jetzt den Upset mache. Aber. Ja, stimmt, der, den du gerade gesiegt hast.
könnte da schon fast zu einem kommen. Der Conci Boy ist da. Konzi, wie viel steht's denn dort? Nirgends das Turnier oder ist das Bracket hier irgendwo? Da. Oh. Stevo Thürer, Rivka, Rivka, Stevo, Steve. Arthur ist anders hier. Ich weiß nicht, wie viel steht zum Wort.
Sagt der Chat. Du hast so viele Pull-Up gemacht. Ja, man denkt ja noch nicht so richtig nach. So. Ja, 100% Struggle der Arbeiterklasse, was soll denn das heißen, bitte? Das sind Mix-Ups. Heißt. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt geschämt für das Game 4, zumindest für den letzten Stock. Also es waren irgendwie so ein paar Stocks, die ziemlich cool waren, aber die anderen beiden waren ziemlich...
Setups haben wir? 20 Jahre. Ruhe, 2,5. Okay. Läuft es ja auch aus. Ich muss halt irgendeinen Timeslot finden, wo ich dann die Dinger stecken kann. So, vielleicht in der Pause. Ich muss halt jetzt heute gucken, wer die Punkte hat, und dann muss die hier anschreiben und fragen, ob die überhaupt, da sind. Das ist natürlich der einige gewinnen, auch der bei dir vielleicht nach. Eventuell in der Pause oder so. Ja. Also, es ist halt der Top 4, das ist der beste Free. Ja, nur beim Zeitpunkt. Also, ich würde sagen, schnell durch ist, das ist fair. Also, das ist jetzt scheiße für ihn, jetzt muss er gegen eine ganz andere Schiene spielen. Ganz andere Hände jetzt haben wir jetzt. Ich fand es eigentlich gut, den Echo dann hier nicht. Ja, ist lang. Wieder 3-2 gegen gespielt. Was? Ja, was? Sonst, Rostock, der mich einfach richtig hart auf die Uschi genommen. Das weiß ich jetzt. Sonst ist es mal sehr brutal gegen die Nachtjahre. Ist ja auch schief. Ich hab die Media vergessen. Ich glaube, es ist nicht schlecht.
ich hab ihn gescheit. Ich bin der Kopf. Therapie ist ja wirklich.
Ja, dann kann ich was mitnehmen. Ich habe halt so ein stinkiges, altes. Nicht Razer, als ein Abkosch Gaming war. Ja, ich habe halt ein, zwei Kopfhörer mit. Hier kann man Offset, also um wie viele Minuten und Stunden. Wie haben Sie im Winners gespielt? Das heißt, ich war besser. Oh, Chuck. Ja, auch mehr Exposure. Welche Messe? Kannst du sagen, Money Match? Schiege ist auch ein scheiß Charakter. Ich bin dafür, Usern complain, wieso Arthur weniger ist, wie das ist als Käse. Bei End of the Line? Ja. Vielleicht. Ich glaube, das liegt an Kellner. Nee, der liegt daran, dass Arthur zu wenig aktiv war. Wenn er macht einen schlechten Abfall, dann kann man Schild machen.
Matchup interessant. Weil die meisten Matchups sind halt Marv, wenn man auf den Vorteil packt, dann kriegen wir weniger Angst. Sag ja, Marv kann einfach so ein paar Boxback erst testen. Das ist nicht so schlimm, als wenn du halt mit Cox so random einfach von einer Marv-Area catchst, das ist richtig scheiße. Oder anders wird das richtig schlimm. Das ist auch zwar auch Damage-Tracking, aber es ist halt ein bisschen. Und Marv schief ist halt immer lustig, die Marv zu sehen, wie sie halt mit der Realität so echt kommt. Das ist halt da auch irgendwie lustig. Ich glaube, das ist der Grund, warum die auch alle Marv-Pillows hassen, das ist auch so. Weil es super volatile ist, ne? Von dem Bild könntest du theoretisch sterben. Genau, und das ist halt ein ungewohntes Gefühl von Marv. Ja, stimmt. Ist sicher schön. Die Ecke, der Flashback. Er hat Nidus geschmissen und kam dann durchgeabsmashed und auf den Zimmer gekommen. In den Wohnzimmer. Müsste mehr Schild für Abwehr machen, das ist richtig gut. Wenn der Gegner Tech gemisst hat auf einer Plattform und du nicht weißt, was er macht, dann kannst du, wenn man Schild hält, kann man alles covern als Schild. Du kannst dann wieder in die Einrichtung wollen, kannst du halt Fair oder Backer machen. Und bei einer Gather Attack oder Aufstieg kann man einfach Schild noch abwehren. Da war eigentlich so free. Das war halt nicht gegen mich bei Reifen, das war der Sache, das war der Camp hier früher. Das ist mega stark gegen Spaces. Ja, gegen Marv ist super locker gekommen. Außer auf dem Ende. Paar ist halt besser gekommen. Ja, weniger Knockback, also mehr Pokémon. Aber du kannst hier mit Lua Prozent halt fast mal unter anderem. Ich hab auch gehört, Dorni auch ein Sage ist besser bei den Fahrten. Ja, das ist Sage für den Kamal. Ja. Ja, das ist der Angle, in dem es geschickt, wenn es ein Knockup ist, ist besser. Ja, einfach weil es ein weißes Beetje aus ist. Also du musst halt senken, der Schwung kommt. Hat auch mehr Hits da. Ja. Das Auto ist noch gewinnt. Ja! Trotzdem ist dein Mühe schon höher. Ja, okay, wow. Aber hat ein Edge verloren. 20 Euro. Sonst hat er, glaube ich, gar keinen Abschluss verloren. Müssen wir mal zusammenzählen, wie viel Geld Karo schon gemacht hat durch. EastWestEarning.com. Arthur Baller, einfach wie auch immer ausgesprochen wird, 5000 Euro. Dann History von Marv. Ja, 5 Euro. Echt so. Käsefinger-Dinger, glaube ich, auch so ein bisschen. Wo ist Arthur auf dem deutschen PR? Das macht ein Eis, das ist jetzt von
mit dem gleichen Sponsor wie Niki gesponsert. Das ist doch cool. Aber hat jemand Red Bull darüber was gemacht? Das war ein Jahr lang von Red Bull gesponsert. Das ist ja, glaube ich, immer noch, ne? Weil beim. Also, wenn es ja nicht als Red Bull war, ist er auch kündigen groß. Bei Medizirkut steht der immer noch als Red Bull in CGM. Ja, aber wenn du auf Twitter guckst, ist er nicht mehr. Das ist auch so. Das ist halt auch so. Wo ist so die Wertproposition eigentlich so? Ne? Da steht immer noch Red Bull F. Tja, da ist immer noch Red Bull F. Ja. Was haben wir von dem? Ja, eben. Macht nichts. Also kein Media. Weil wir halt auch nicht bei den größten Leuten verlieren. Weg. Stimmt halt. Das war so ein Schüben, so streamt er so. Ich weiß nicht, immer so einen kurzen Schüben streamt er. Ich weiß nicht, wie häufig ich den Tweet schon gesehen habe. What's up, new equipment? Tryouts nach Streaming mit NRW-Spieler 1, NRW-Spieler 2, NRW-Spieler 3. Diesen Tweet habe ich schon so einen Haufen Mal über Jahre gesehen. Das wäre doch immer so. Die 5 Sessions. Ich weiß auch nicht, ob Melee-Streaming auch so ist. Ja, vor allem deutsche Melee-Streaming. Ja, Ace hat ja schon ein bisschen Appeal, das war, aber es ist ja ein internationaler. Kannst du auch einen deutschen Melee-Stream machen? Der einzige so richtig deutscher Stream ist als Melee. Ja, es wäre halt schon, man müsste halt irgendwie so eine Promotion kriegen mit, müsste halt irgendwie so einen Start kriegen, dann so nicht ein Melee-Streamer sein, der auf Twitch ist, sondern ein Twitch-Streamer, der Melee spielt. Ja. Genau, muss halt auch der Streamer sein, der den Streamer verhalten. Genau, ja. Jetzt mit dem Streamer Melee zu tun. Halt irgendwie sowas wie Gronkh sein oder sowas und dann Melee spielen. Oder halt so wie Mango einfach verschiedene Spiele spielt. Ja, aber Mango ist halt die geborene Stream. Mango ist halt anders. Mango ist das Melee-Spiel. Mango hat halt auch Charaktereigenschaften, die es viel einfach noch besser für ihn machen als dieser scheiß guter Streamer. Ja, das ist halt Entertainment. Es ist halt, ich mag am Maler voll, aber so wie seine Streams halt so. Ja. Geht ein bisschen besser als andere. Aber es ist auch halt zu technical, zu Game-Focus. Ja, es ist halt 90% für die Flaps ist das halt. Ja, 99% aller Medi-Streams sind halt tatsächlich, die sitzen halt stumm da und dann alle anderthalb Stunden so. Ja, Klippe! Das war. Shit. Das ist halt. Man hört immer schon die Klippe beim Stream. Ja, ja. Das finde ich persönlich sehr angenehm. Boah, ey! Sorry! Der Stand ist halt wie down. Ja, aber ja, zu spät. Clip die Scheiße! Müssen mit Voice Command einen Clip machen? Nee, einen Clip-Button! Kannst ja nachträglich clippen. Das ist nur so ein Doodleboard, so verschiedenen Sounds, die man da reinstecken kann. Muss ich nicht verarschen. Hab überlegt, eventuell ein Stream Deck geholt. Was? Stream Deck, wie der Dato. Ja. Das ist ja so programmierbar. Oder halt. Nochmal, machen wir das. Oder halt kann man auch mit dem Programm verbinden. Das ist doch ein Gamekeeper theoretisch. Das Ding können, oder? Ja. Aber das kann halt auch direkt in OBS. Aber kannst du das nicht auch mit einem Keyboard machen? Das weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob man auch Sachen mit Elemente einfügen kann. Software zu schreiben, die nicht Töne abspielen. Eigentlich nicht. Das kann ich sogar einfach als Python-Skript irgendwie so quatschen. Das ist halt. Also eine Reise auf Memeboards oder so. Ja, aber ich meine, das ist eigentlich, jetzt wo Stevo sagt, halt, das ist eigentlich total trivial. Einfach Python so eine Sound-Bibliothek einbinden, die als High-Pfade angeben und dann sagen, ja, wenn Press 1, dann halt. Zieht sie halt den Scheiß Sound. Fertig bist du dann. Ja. Kannst du irgendwelche USB-Controller nehmen, wenn es lustiger ist für dich, dann brauchst du den. Da muss man eigentlich nur noch
Windows Interface hat das Programm in das routen, was im Stream genommen wird. Das ist sowieso schon ein System-Sound. Was überträgt der? Überträgt der System-Sound? Oder? Ja. Das heißt, wenn ich hier ein YouTube-Video aufmache, ist es auch da. Ja, dann ist es auch wirklich mega. Es war es dann, dass ich mich zu Hause hin und mache das mit beliebig vielen Knöpfen. Ich kann das sogar als GUI machen. Was ich auch im Internet gesehen habe, also nee, bei Rabbits of Pizza oder so, dass die halt auch so einen Knopf haben und dann so eine Art Clip machen. Also bei OBS gibt es auch so einen Modus, dass man halt die letzten 10 Sekunden abschreibt. Ja, so eine Knopf quasi. Ja. Das ist halt, ja. Der Timeframe für den Clip geht schon im Durchschnitt eigentlich. Wenn es falsch ist, kannst du nur später den länger machen. Wenn du den USB-Adapter mit dem Game-Controller quasi hättest und das Soundboard auf den Controller werfst, kannst du so. Hat doch einer mal gemacht, der hat doch mal. Einer hat Musik daraus gemacht. Ja, das war was anderes. Also das war ein Machine Learning-Ding, was. So ein Machine Learning-Ding? Ja, ja. Was halt die Sounddinger aus dem Spiel mit Jazz-Sachen übertragen hat. Es war nicht nach Controlling, sondern es war nach Sound, was im Spiel war. Zum Beispiel im Aftermath hat immer denselben Drumbeat und so erzeugt. Also es war inspiriert von diesem, das Medi als das Jazz-Match oder ein Medi-Match als Jazz-Performance. Vielleicht kennt ihr das. Das ist der Postdoc von Amada auf Leppen bei Beast 4 oder so. Okay. Und hat irgendein Jazz-Drummer halt dazu. Achso, das bin ich Drummer. Ja, das kenne ich. Ja, und von dem ist das inspiriert. Das gibt aber das Tool, wo ich weiter bin. Aber es konnte sozusagen im Fox-Map, Falco konnte jeden einzelnen Sound halt so abbilden. Auf, wenn er halt den Fox gespielt hat, ging es halt los. Halt. Aber es war nicht direkt gemappt auf die Button, sondern es war gemappt auf den Sound, den BD kam. Sozusagen. Wenn du C-Stick und so machst, F-Smash, dann war derselbe Sound von der. Also es geht ja jetzt auch viel einfacher mit Slippy und sowas. Ja. Es ist halt schade, dass Slippy nicht damals während des Peaks von mir so war, ja. 2016, weil da gäbe es bestimmt so eine extrem große Menge von interessierten Programmierern von damals, die richtig coole Sachen gemacht haben mit Slippy. Und jetzt ist halt so. Das ist halt die Frage, ob du den Peak von mir die schon gesehen hast. Wann hat man schon 25 Mal gesehen? Jetzt ist halt bloß noch da, das ist normal, so ein normales Smash-Game, wenn man ein bisschen in Laufphase ist. Und danach kommt vielleicht die Dog nochmal oder irgendwas Heftiges passiert. Vor allem bei Brawl rauskam, dachte man auch, das würde sterben. Smash-Game genauso, das ist immer eine vollste Flaute nach 9 Metern. Ultimate auch,